Ich fürchte, unser Weg ist dir zu Ende, Steve McQueen. Du kannst mich auch nur Steve nennen. Ich finde, dein Name schreit irgendwie danach, ihn vollständig auszusprechen. Adios. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Kinocast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Hallo. Meine Wenigkeit ist der Erik. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer und wir haben wieder volles Programm für euch. Jede Menge Filme und die Home Gloria Sneak, womit wir unser Lieblingskino in der schwierigen Zeit unterstützen. Da hatten wir den Film, hatten wir es eigentlich genannt in der Sendung, welchen wir schauen, oder hatten wir nur den Tipp gegeben? Nee, ich glaube, da haben wir es genannt, aber... Den haben wir genannt, okay. Dann haben wir einen Tipp gegeben. Genau, also die nächstfolgenden werden wir dann auch immer wieder mit Tipps versehen. Jetzt hatten wir erstmal den Film Chasing Bullet, den es auch bei kino-on-demand.com gibt, womit man sein lokales Kino, das kann man sich dann aus so einer Liste aussuchen, kann man damit unterstützen mit dem Eintrittsgeld, was man dann schaut zu Hause. Und der Chris würde uns den mal vorstellen. Genau, und zwar geht es bei Chasing Bullet und nicht wie ich es die ganze Zeit lese, Chasing Bullshit, das ist total abgefahren. Jedes Mal, Chasing Bullet aus dem Jahr 2018, geht es darum, dass Hollywood-Legende Steve McQueen 1971 einen ungewöhnlichen Deal eingeht, weil er sagt, er nimmt seine nächste Rolle nur an, wenn sein Agent ihm dabei hilft, das seltene Ford Mustang-Modell, den GT390 aus dem Film Bullet, zu finden, weil dieses Auto will er haben. Er liebt dieses Auto und das will er haben. Und während diese Suche läuft, lässt Steve McQueen so ein bisschen auch sein Leben Revue passieren. Führt uns zu seiner Ehe, führt uns zu seiner Therapie, führt uns auch in die Vergangenheit, wenn man auch dann merkt, dass finanzielle Probleme dann doch auch da sind und einfach die Karriere von Steve McQueen sich dem Ende dazu neigt. Das ist so im grob der Plot, worum es geht. Steve McQueen wird gespielt von Andre Brooks und da muss ich gleich mal sagen, ich fand das Casting fand ich sensationell gut. Wenn man ihn vergleicht mit dem Original Steve McQueen, also mit dem richtigen Steve McQueen, das haben sie brutal gut getroffen. Und ja, es ist dann wirklich so diese Geschichte von Steve McQueen, wie er im Auto unterwegs ist, wie er dann eine Anhalterin mitnimmt und sehr, sehr viel mit ihr redet. Dann immer wieder dieses, ja, wo ist dieses Auto, immer diese Suche offen hält und kriegt dann auch einen Tipp, wo es sein könnte, weil sein Agent im Hintergrund es eben noch managt, fährt dann auch dahin, wo es sein könnte, zwischendurch kommen dann wieder so Blenden, was mit seiner Frau war und wie da die Ehe wirklich auch in die Brüche ging und warum und alles und das ist teilweise recht, ja, recht dramalastig und sehr, sehr viel Autofahren und dann auch teilweise am Ende raus sogar noch ein ganz kleines bisschen ja, Schlägerei und sowas. Das also so vom Prinzip her das, was Steve McQueen in seinem Leben ausgemacht hat. Gibt dann auch noch einen Flashback-Moment mit seiner Mutter, mit der er auch noch redet. Und das lenkt ihn dann so ein Stück weit wieder auf die Bahn, auf der er eigentlich sein wollte, weil keiner erzählt Steve McQueen was und er macht einfach seinen Weg und er macht einfach sein Ding. Weil er ist Steve fucking McQueen. Ja, das ist eigentlich schon alles, worum es geht. Da, ob er das Auto findet oder nicht, lassen wir offen. Was da noch passiert, lassen wir alles mal offen. Ist ja auch eigentlich nicht so das eigentliche Ziel von dem Film, ist dieses Auto. Das ist eher so ein bisschen der Aufhänger, fand ich. Das eigentlich ist so ihn in dieser schwierigen Phase, er ist quasi so an dem Scheideweg. Er hatte gerade den Film Le Mans abgedreht, den ich ja ziemlich gut fand und den habe ich auch auf Blu-ray hier und da hatten wir letztens Le Mans 66 auch nochmal im Kino gehabt, ne? Ihr könnt euch erinnern, fand ich ja auch ziemlich gut. Bei dem alten Le Mans Film, da hat er halt selbst, den hat er halt selbst mitproduziert und der war finanziell aber kein Erfolg und der war wirklich zur damaligen Zeit spektakulär, weil da wurde mit echten Rennwagen wurden da Stunts gedreht und total irre und war leider finanziell kein Erfolg und in der Phase kommt er jetzt wieder zurück nach Amerika und da sagt ihm sein Agent,
der nächste Film muss jetzt ein Hit werden, du musst jetzt mal was drehen, was jetzt ein bisschen ja, kommerzieller ist und viele Schauspieler, die eher so durch Actionrollen bekannt sind, die scheuen sich ja so ein bisschen davor, jetzt irgend so was Kommerzielles, sag ich mal, so eine typische Rom-Com, ja, wenn plötzlich irgendwelche Schauspieler irgendwie Rollen annehmen in Rom-Coms oder in so ganz einfach produzierten, aber kommerziell erfolgreichen Sachen. Und davor will er sich eigentlich bewahren und sagt halt so, als was nicht zu schaffen ist, beschaff mir dieses Auto. Ja, ich will das Auto haben, vorher drehe ich den Film nicht. Und genau in dieser Phase, dieser schwierigen Phase, wohin geht seine Karriere? War es das jetzt? Ja, seine Ehe ist am Ende. Genau da startet dieser Film. Und er war ja dann auch bekannt so durch sein, dass er doch ein bisschen jähzornig war auch. Und dezent aber nur, dezent. Ja, das wird halt hier im Film dann auch thematisiert. Und ich dachte eigentlich, ich kenne jetzt deine Punktewertung schon, ich dachte eigentlich, dir gefällt das mehr, weil ich fand das von der Tonalität her sehr stark angelehnt an Es war einmal in Hollywood oder wie das hieß da. Weil, ja, Once Upon a Time in Hollywood. Ja. Genau, das ist auch richtig. Da tritt ja tatsächlich Steve McQueen auch auf. Ich weiß gar nicht, ob das euch allen klar war. Also er hat da auch so einen Gastauftritt und zwar in der Playboy Mansion. Um das da auch nochmal tatsächlich das wilde Leben von Steve McQueen mit einzufangen. Das ist nämlich auch in dem Film mit drin. Aber mich hat der Film nicht so ganz gecatcht, weil es immer wieder heißt, ja, Steve McQueen allein wie er im Auto sitzt, ganz am Anfang mit der Anhalterin. Und er sagt, wenn du mich reden hören willst, geh in einen meiner Filme. Und das fand ich aber eine ganz starke Ansage. Aber dann wird so viel geredet und geredet und geredet. Und ich fand, es wird viel zu viel geredet für das, dass er eigentlich nichts reden will. Hm. Deswegen dachte ich eigentlich, dir gefällt der Film. Also wo ich den gesehen habe, dachte ich, oh, der gefällt bestimmt Chris. Dem hat letztens der Once Upon a Time Hollywood gefallen. So Leute fahren die ganze Zeit rum und reden und reden und reden und es geht nicht voran. aber apropos reden, die Synchronisation der Nebendarsteller, die war absolute Grütze. Gerade wo seine Mutter auftaucht. Also es war ja wirklich ganz, ganz furchtbar. Oder hier der eine Sohn oder das Kind, das eine da. Oh, ganz schlimm hier dieser Junge, den er da am Straßenrand, der an dem Auto rumschraubt. Oh, eine ganz schlechte Synchro, teilweise überhaupt nicht lippensynchron. Eine Szene auch, da nimmt der Charakter schon die Tasse an den Mund und trinkt und redet noch. Das hatte ich noch im Kopf. Also. Ich wollte dann auch nicht, weil das ist ja hier über dem Browser, da gibt es ja das Kino on Demand leider noch nicht irgendwie als App. Da wollte ich jetzt auch nicht irgendwie gucken, wie ich da umschalten kann, weil ich da nicht wusste, ob ich dann nochmal irgendwie an der richtigen Stelle wieder fortsetzen kann, falls es nicht klappt. Fand ich ganz schlimm, sonst hätte ich mir es im Original wahrscheinlich angeguckt. Insgesamt hat man dem Film angemerkt, dass ein bisschen Budget gefehlt hat. War halt doch vieles so ein bisschen, man hat sich so für den preisgünstigen Weg entschieden, bestimmte Sachen zu machen. Und was ich ein bisschen schade fand, weil eigentlich hätte man durchaus mehr draus machen können, weil der Hauptdarsteller, der verkörpert den ganzen Habitus ziemlich gut von Steve McQueen und gerade auch so selbstreferenzielle Sachen, wenn quasi ein Film gedreht wird, der quasi in Hollywood über die Filmbranche geht, das sind eigentlich auch immer so Sachen, die bei den Oscars ganz gerne irgendwie genommen werden, aber der Film, da fliegt er, glaube ich, drunter weg. Ganzes Stück sogar. Hm. Ja. Und Kate, wie fandst du so? Hast du dich dezent zurückgehalten bis jetzt? Langweilig. Ich fand den wirklich nicht gut. Ich habe mich sehr gelangweilt. Ich fand, klar, der Hauptdarsteller war super besetzt, also optisch sowieso. Aber was mich total gestört hat, ist, wenn dann diese Rückblenden waren, du konntest nicht wirklich erkennen, dass es eine Rückblende war. Du konntest nur immer genau hingucken, wie lang sind seine Haare. Okay, jetzt sind sie kürzer, das muss eine Rückblende sein. So. Weil sonst hat man das nicht, das hat man niemandem angesehen, dass der jetzt irgendwie 10 Jahre in die Vergangenheit gehüpft ist oder 6 Wochen oder keine Ahnung. Man hat das, finde ich, total nicht erkannt. Was mir allerdings gut gefallen hat, war, wenn er zum Beispiel mit seinem Therapeuten geredet hat, immer diese kurzen Einblendungen von dem Bild. Das fand ich mal ganz cool, aber das hat jetzt den Film in meiner Sicht nicht gerettet. Was mich total gestört hat, war eine Aussage, die er gemacht hat. Er hat mit seiner Frau Streit gehabt und er hat zu ihr gesagt, warum hast du mir das angetan?
weil sie ihn ja betrogen hat. Und ich denke mir nur so, du bist so ein Wichser. Entschuldigung, wie ich das sag. Aber er hüpft mit allen ins Bett und sie macht nicht mehr mit und verliebt sich anderweitig, aber er... Ja, aber er ist Steve McQueen, hallo. Aber sie hat ihm das angetan. Und aber das, Steve McQueen. Diese Logik, die macht mich so fertig und das ist ja leider oft so, das ist ja tatsächlich relativ realistisch, dass Männer so denken. Erik, denkst du als betroffener Mann auch so? Ich glaube, das betrifft dann eher die so ein bisschen im Rampenlicht stehen, die dann von Groupies angehimmelt werden und so. Da ist natürlich die Versuchung groß, das alles mitzunehmen, was da geht. Ja, aber dann kannst du nicht zu deiner Frau sagen, warum hast du mir das angetan? Ja, doch. Ah, nee. Weil die Aufgabe der Frau zur damaligen Zeit war einfach, du unterstützt gefälligst den Mann. Egal, was ist. Das war das Verständnis. Also, ja, das war aber damals das Verständnis. Du darfst das nicht mit der heutigen Zeit verwechseln. Naja, ich weiß nicht. Also, wir reden hier von Anfang der 70er Jahre und da war es, glaube ich, schon, sexuelle Revolution war ja Ende der 60er. Ich glaube, das war schon ein bisschen anders da. Also, wir sind ja nicht ganz irgendwo in 50er Jahren oder so. Aber wir sind in den USA, da ist es teilweise heute noch so. Na, würde ich auch so nicht unterschreiben. Frag doch mal. Also mich hat der Film halt an einigen Stellen nicht mitgenommen und ich fand ihn unglaublich langweilig erzählt. Ich glaube, Steve McQueens Leben hat so viel mehr zu erzählen als diesen einen Ausschnitt, den wir jetzt gesehen haben. Und ich glaube, man hätte das viel spannender machen können. Viel. Ja, ist halt eine Budgetfrage. Diese Rückblenden, diese Flashbacks oder diese Sachen, die du angesprochen hattest, da hat man auch deutlich gesehen, dass da die Qualität einfach gefehlt hat. Normalerweise hast du dann für sowas auch, das drehst du ja ordentlich auch, diese Sequenzen, die waren halt teilweise wirklich nur hingerotzt. Und man hat sie dann ein bisschen irgendwie so verfremdet, dass man es gemerkt hat. Mal war es irgendwie schwarz-weiß, mal war es irgendwie anders. Aber das waren alles irgendwie so ganz billige Filter und so. Ah. Also da hat wirklich das Geld gefehlt bei dem Film. Was ein bisschen schade ist, also und auch das Eigentliche, worum sich es da in der Geschichte dreht, ist ja jetzt, wie ich schon erwähnt hatte, nicht das Auto, sondern eher so das Thema mit seiner Frau und eigentlich geht es ja nur um die Beziehung größtenteils, ne? Film hat ja keinen... Ja, und halt das Ende seiner Karriere mehr oder weniger, oder halt das Ende. Also danach, also der hat ja, wie gesagt, vorher Le Mans gedreht und danach hat er ja diesen... gesagt, das nahende Ende. Der hatte ja vorher schon mal Bullet gedreht gehabt, deswegen Chasing Bullet, weil das war ja ein ganz guter Erfolg. Ne? Und dann kam Le Mans und der Absturz, also finanziell zumindest. Jetzt mittlerweile ist der ja von Kritikern auch durchaus etabliert, der Film. Und danach kam ja dann wieder, also erst kam ja dieser kommerzielle Film hier, Junior Bonner, und dann kam ja Getaway wieder von Sam Peckinpah, mit dem er ja Bullet gemacht hatte. Und da ging es ja dann wieder voran. Tja, aber trotzdem, ich glaube, es war ein ganz schwieriger Charakter, der Steve McQueen, also über den hat man ja auch so einiges gehört und gelesen. Er war halt nicht aber nur, eine verdammt coole Socke auf deiner Seite, auf der Leinwand auf jeden Fall. Er war halt nicht nur in den Filmen so dieser Outlaw-Macho, sondern auch im Privatleben. Wie fandet ihr diese Szene aus dem, also wie so ein Stück aus dem Film? Da gab es so diese Szene, wo sie quasi von dem Film geredet haben, dann sind sie in den Film mit dieser Knastszene, Kuba, was weiß ich. Die fand ich zu lang. Ja, das war unnötig, komplett unnötig. Das war nicht Kuba, oder? Wenn du von Papillon redest. Keine Ahnung, hat er nicht irgendwas von Kuba erzählt? Da war ja mit Dustin Hoffmann bei der Film. Also das sollte ja Dustin Hoffmann sein, der die andere Figur. Und mit dem... Ach so, nee, im Film, warte mal. Nee, dann bringe ich es, glaube ich, durcheinander. Weil da gab es eine Szene, wo er in der Bar mit Dustin Hoffmann redet über Papillon. Nee, nicht in der Bar, das war die Schwarz-Weiß-Szene. Im Gefängnis. Er sitzt im Gefängnis und wird da rausgelassen. Zum Schluss saufen. Das war doch Kuba. Wahrscheinlich gesprengte Ketten oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Diese Szene war komplett unnötig. Erstens war sie viel zu lang und zweitens war sie einfach komplett irrelevant für den Film. Tja. Was dem Film auch deutlich gefehlt hat, jetzt auch mal, um den Vergleich zu ziehen, auch mit Es war einmal in Hollywood, ist einfach der Soundtrack. Da hat sich halt auch gezeigt, dass die wirklich kein Geld hatten. Da kam wirklich, also mir war davon nichts bekannt, muss nichts heißen, aber normalerweise, wenn du so Filme aus der Zeit hast, ich meine, die Lizenzen für solche
Musikstücke, die zu verwenden, die kosten nicht die Welt. Also wenn du wirklich aus den 70er Jahren irgendwas nimmst, ja, wenn das jetzt nichts Aktuelles ist, der neue Song von Beyoncé oder sowas, wo du richtig Asche hinlegen musst, aber so aus den 70er Jahren, das kriegst du schon für relativ geringere Lizenzgebühren und nicht mal dafür war Geld da. Und das fand ich eigentlich schade, weil der fährt so viel rum, da hätte man auch ein bisschen das mit Musik unterstreichen können. Oder gab es so viele Szenen, wo einfach ein bisschen Untermalung gefehlt hat. Ja, schade. Naja, der Regisseur übrigens von dem Film, der hat vorher noch einen anderen Film gedreht, der heißt Coyote. Hey. Ja, dachte ich mir, dass dir das gefällt. Sehr. Da geht es aber um irgendwelche Leute, die irgendwie aus Mexiko flüchten oder sowas. Naja, ich weiß. Na gut, wie legt man da so punktemäßig eigentlich? 5 von 10. 5 von 10. Weil zu viel bei... Ja. Gib mal 5,5 oder so. Hab ich, glaube ich, auch bei Letterboxd. So, wie lautet denn der Tipp für... Also für morgen, der Film, den haben wir ja schon genannt. Haben wir? Das ist Nein, ja, haben wir nicht. Haben wir nicht? Nee, haben wir nicht. Stimmt. Wir nennen ihn exklusiv macht hier, aber morgen wird es erst ausgeführt. Erik, der Erik ist so ein bisschen raus. Also ja, ja. Der Tipp für die nächste Heimsneak, die hoffentlich jetzt bald auch wieder dem Ende dann zugeht, ist gewesen Steuerparadies. Das heißt, wir werden uns morgen den Film Gutland anschauen mit Frederik Lau. Ein Drama mit Frederik Lau. Gibt's auch wieder bei Kino on Demand. Und die Woche drauf, der Tipp, den hauen wir jetzt hier auch schon ganz exklusiv raus. Der heißt einfach nur aufs Dach steigen. Und da könnt ihr dann auf Gloria Sneak, ist nämlich jetzt umbenannt. Genau, hat die Kate das wäre eigentlich bei den News gekommen, oder? Achso, ja, wollte nur sagen, wo die das tippen können. Okay. Oder? Also tippt das in unsere Facebook-Gruppe, den Namen sagen wir später. Ja. Vielleicht noch kurz zur Story. Gutland ist mit Frederik Lau ein Film, wo ein Dieb nach Luxemburg flieht in ein kleines Dorf. Und ich weiß nicht, der Jeff, ob der uns hört aus Luxemburg. Viele Grüße. Kannst ja da mal reingucken. Vielleicht erkennst du irgendwas wieder. Kannst ja mitmachen. Bin ich gespannt. Ich werde wahrscheinlich dann morgen Abend wieder über Kino on Demand das gucken, damit ich meinen Rhythmus beibehalte. Ist wichtig. Ja, genau. Schön. So Sachen beibehalten. Dann schauen wir mal, was wir noch so auf der Agenda haben. Heimkino. Dann ist dein Film, Chris, ist der relativ neu? Ich habe davon ja noch nichts. Der ist von 2018 und läuft aktuell bei Sky. Ja, mach den mal, das ist, glaube ich, der aktuellste von denen. Okay, ich habe mir den Action-Drama-Thriller Usher angeschaut aus dem Jahr 2018 mit Ron Perlman in der Hauptrolle und er spielt Usher. Also nicht den Sänger Usher, sondern vorne mit A. Worum geht's? Das ist relativ schnell auch zusammengefasst. Usher ist ein Auftragskiller, aber halt auch schon der etwas älteren Sorte, also sehr viel Erfahrung, aber auch nicht mehr der Fitteste mehr oder weniger. Und merkt irgendwann mal, okay, vielleicht werde ich jetzt doch zu alt für den Scheiß. Steht dann mal wieder bei jemandem vor der Türe, um da seinen Auftrag zu erledigen. Nur dann kommt Sophie dazwischen. Sophie wird gespielt von Famke Janssen. Mm. Ah, das war klar. Naja, und die ist eine Ballettlehrerin und hat ganz eigene Probleme mit ihrer schwer dementkranken Mutter und alles. Und ja, wie es halt so ist, Usher verguckt sich so ein wenig in Sophie, möchte sie daten. Das ist alles so ein bisschen holprig und das auch mit seinem Job unter einen Hut zu bringen, ist natürlich auch jetzt nicht unbedingt einfach, weil er hockt sich jetzt auch nicht beim ersten Date hin und so, ja, was machst du? Ja, hier, ich bin Ballettlehrerin und du, ja, ich, wie hat das genannt? Dienstleistungsgewerbe. Fand ich sehr schön. Es kommt halt wirklich dann dahin, dass Usher mehr oder weniger aussteigen möchte und genau das das Problem ist. Und wenn jemand aussteigen möchte, der nicht aussteigen soll, was passiert? Man hetzt ihm natürlich Leute auf den Hals, dass die den wegmachen.
Das klingt ja genau nach einer brandneuen Geschichte. Das gab es ja noch nie. Brandneue Geschichte. Und genau das ist das Problem bei diesem Film. Die Geschichte ist nicht wirklich neu. Sie ist relativ charmant erzählt. Also Ron Perlman, ich mag den einfach. Also vom Typ her. Und es ist schon, man leidet schon ein bisschen mit ihm auch mit und auch mit der Sophie, weil also mit Famke Janssen und ihrer Mutter, das ist dann schon so, sind schon teilweise starke Szenen. Nicht zu vergessen, Richard Dreyfuss, der spielt den Avi oder den Avi, der hat auch noch eine kleine Rolle, was verrate ich natürlich nicht. Und wie gesagt, es ist nichts Neues, es ist allerdings relativ charmant umgesetzt, weil eben auch Ron Perlman es absolut gut hinkriegt, auch mal so komplett hölzern zu spielen. Und das finde ich so stark. Also der hat echt zwei, drei gute Szenen, wo du denkst so, Alter, also das kann jeder Nachwuchsschauspieler, der sich irgendwo bewirbt, kann das besser, da brauche ich nicht hier Ron Perlman. Und dann stellst du fest, ja gut, aber er verkörpert die Rolle damit relativ gut, dass er halt einfach so mal so ein bisschen hölzern ist. Das ist bei mir im Gedächtnis geblieben, die Szene mit Sophie steigt ins Taxi und sagt, ja, ich muss sofort zu meiner Mutter, was weiß ich, was passiert ist. Und er sagt, okay, soll ich mitkommen? Ich komme mit. Und das ist so hölzern, aber das passt so zu der Figur. Das ist so unfassbar gut. Ansonsten, ja, nichts Neues, viel Dagewesenes, nichts wirklich mit groß Highlight oder mit groß Pam-Pam. Solide 5 Punkte, eigentlich 5,5. Ich gebe ihm 5,5, weil er muss sich ja ein bisschen von Chasing Bullet abheben. Also 5,5 Punkte, die sind absolut verdient. Also ja, kann man anschauen, tut keinem weh. Ascher, abrufbar auf Sky. Hatte ich, glaube ich, schon mal in der Liste irgendwie gesehen gehabt, in der EPG-Liste. Ich hatte auch jetzt einen Film gesehen, den hatte ich mir vor längerer Zeit schon mal aufgenommen auf Sky. Ich weiß nicht, ob der noch läuft. Der heißt Sarahs Schlüssel. Und in Sarahs Schlüssel geht es darum, also Hauptdarstellerin ist Christine Scott Thomas, die man ja durchaus kennt. Der Rest sind aber eigentlich fast alles französische Darsteller, ist nämlich eigentlich auch ein französischer Film. Und er spielt quasi auf zwei Zeitebenen. Die eine Zeitebene ist Paris im Jahr 1942. Hier ist es so, dass ja quasi so eine, wie es in Deutschland auch gab, so ganze Nächte, wo viele jüdische Bürger rausgeholt wurden aus ihren Wohnungen und irgendwo zusammengepfercht wurden, gab es da auch in Paris. Allerdings wurde das nicht von den Deutschen veranstaltet, das Ganze, sondern von den französischen Nazi-Sympathisanten. Also die haben quasi die ganzen jüdischen Familien alle rausgeholt aus ihren Wohnungen. Da gibt es sehr krasse Szenen am Anfang. Und da gibt es auch die eine Familie, die wir da ein bisschen gezeigt bekommen. Da versteckt das kleine Mädchen ihren kleinen Bruder in so einem Wandschrank. Und die Familie wird halt abgeholt und sie macht den Fehler, sie schließt zu den Wandschrank, damit halt keiner da reinguckt, weil danach findet so eine Durchsuchung statt. Das ist so ein Wandschrank, der so aussieht wie die Wand selbst. Also man sieht es nicht, dass da ein Wandschrank ist. Ne? Und um den kleinen Bruder zu schützen, verschließt sie diese Tür. Hat natürlich dann den Nachteil, dass er nicht raus kann. Das heißt, als sie dann mitgenommen werden, sie wissen ja erstmal gar nicht, wo sie hinkommen, versucht sie dann dort auszubrechen, das kleine Mädchen, um ihren Bruder da rauszulassen aus diesem Wandschrank. Also sie sind dann auch längere Zeit dort gefangen. Es gab dann so ein Velodrom, also quasi so eine Radrennbahn, was damals so als Zwischenlager diente, bevor die dann in etliche Konzentrationslager verbracht wurden. Und das wird so auf der einen Zeitebene gezeigt. In der anderen Zeitebene sehen wir Kristen Scott Thomas, die eine Reporterin spielt, die gerade aus England nach Frankreich kommt, um dort ja bei so einer Zeitung zu arbeiten. Sie ist dort angestellt worden und sie möchte dieses Thema von damals, von 1942, so aufarbeiten, dieses geschichtliche Thema, und spricht halt mit Zeitzeugen. Und parallel dazu, ihr Mann, der hat von seinen Eltern eine Wohnung bekommen in Paris, und das ist auch dieselbe Wohnung, deswegen forscht sie dann nach, was die Wohnung für eine Geschichte hat, in welche Hände das die Wohnung gekommen ist. Und weil damals in 1942 sind da welche sehr günstig rangekommen an die Wohnung, nachdem die jüdische Familie dort rausgenommen wurde. Und das versucht sie halt alles aufzuarbeiten. Und
das Ganze wird extrem dicht und sehr, sehr gut erzählt. Und ich, das war auch so ein Film, den habe ich mir länger aufgehoben, weil ich dachte, oh, das ist definitiv kein Feel-Good-Movie, das kann man nicht mal so nebenbei gucken. Und das war es auch tatsächlich nicht. War aber sehr, sehr gut gespielt und hat mich ziemlich mitgenommen. Und ich gebe dem Film auf jeden Fall 8,5 von 10 Punkten. Fand sehr, sehr gut gespielt auf beiden Zeitebenen. Sehr dramatische Szenen, auch mit Flucht und allen möglichen. Und also wer die Möglichkeit hat, den Film mal zu sehen, vielleicht gibt es den auch irgendwo zum Stream mittlerweile. Sarahs Schlüssel klingt jetzt nicht gerade so vom Titel her, als dass man hier da unbedingt mal draufklickt oder so, aber da versteckt sich ein guter Film dahinter. Also Sarahs Schlüssel ist halt eben dieser besagte Schlüssel, der diesen Wandschrank öffnet, um den es dann geht, weil der Schlüssel geht dann auch noch so durch verschiedene Hände und weil das dann weitergegeben wird. Und das klingt eher wie so ein Horrorfilm. Nee, ja, deswegen sage ich ja, vom Titel her könnte das ein bisschen irreführend sein. Hier geht es eher auch eine Anklage um diese Leute, die damals mit den Nazis gemeinsame Sache gemacht haben, dass ich halt Ziviler oder wie man dann auch solche Leute mit unterstützen kann, die auf der Flucht sind und so weiter. Da gibt es sehr viele tolle Szenen. Also echt ein guter Film, der wahrscheinlich so ein bisschen untergeht. Und dann habe ich noch einen Film geschaut, den kann ich etwas kurz abhandeln. Der heißt Absurdistan. Jetzt muss ich mir mal ganz kurz die eigentliche Story von diesem Film aufrufen. Den hatte ich mir auch irgendwann mal auf Sky aufgenommen. Da fand ich die Story irgendwie so abgefahren. Also das ist irgendwie aus Aserbaidschan ist der Film oder sowas. Und da geht es um so ein Dorf. Und in diesem Dorf haben sie vor zig Jahren haben die Männer des Dorfes mal so eine Aktion gestartet, dass sie so eine Wasserleitung gelegt haben über zig Berge, wo halt irgendwie so ein Wasserreservoir ist, was dann eben den kleinen Ort mit Wasser versorgt. Und die Wasserleitung, die verrottet halt dann mit der Zeit, sodass dann halt im Dorf kein Wasser mehr ankommt. Und die Frauen des Dorfes versuchen dann ihre Männer dazu zu bringen, endlich mal diese Wasserleitung zu reparieren. Aber die haben da alle irgendwie keinen so richtigen Bock drauf. Das ist so, siehe wie dieser Film vorhin, ne? So nach dem Motto, ja, Frau muss was machen, Mann kann hier bedient werden und so. Und dann ziehen die Frauen alle Register und eins davon heißt Sexentzug. Also es gibt halt so lange keinen Sex mehr, bis das endlich repariert ist. Und das ist halt sehr lustig, weil da ist dann so ein junger Mann, der hat so ein Mädchen kennengelernt gehabt gerade. Und da ist irgendwie so ein Brauch in dem Dorf, dass wenn sich zwei Verliebte treffen und so das erste Mal dann sich dann näher kommen wollen, dass man dann gemeinsam irgendwie badet oder sowas. Und das geht natürlich nicht, wenn kein Wasser da ist. Das heißt, er ist natürlich auch mit unter Druck, dass er die Wasserleitung reparieren haben will. Und ja, das klang irgendwie ganz, ganz nett und süß und lustig und ist allerdings ja von der Art her extrem billig produziert. Also es hatte teilweise Home-Video-Qualität, dann waren so Effekte drin, ganz schlimm. Und es war nicht so lustig, wie ich gedacht hatte. War aber sehr ambitioniert gedreht. Also das kann man dem Film nicht absprechen. Also so ein Film, den man vielleicht mal gucken kann, ist ja wirklich sowas Abgefahrenes. Abseits der ausgetretenen Pfade Hollywoods und so, kann man das ruhig mal angucken. Absurdistan. Ich gebe dem Film 3,5 von 10. Ich fand es ganz nett, dass ich den mal gesehen hatte, aber das ist jetzt nichts, was ich jetzt nochmal sehen will, aber ja. Könnt ihr vielleicht irgendwo noch erwischen. Ich glaube, der ist noch im aktuellen Durchlauf bei Sky. Okay, ansonsten so Kino-News oder sowas haben wir ja eine, ne? Deswegen fahre ich hier mal den News-Bumper ab. Breaking News! Key Race Alert! News. Wer möchte? Wer hat die News? Ich habe die News. Du hast die News. Ich habe die News, ich habe die absoluten News. Und zwar ist es jetzt endlich offiziell, was ich schon ein paar Tage weiß. Die Sneak Preview, wie wir sie kennen, muss ja leider das Metropol verlassen, weil das Metropol nicht mehr weiter von den Innenstadtkinos betrieben wird. Und das haben wir auch hier schon erzählt. Nur jetzt ist offiziell, dass die Sneak umzieht. Und zwar zieht sie um bei uns in den Innenstadtkinos ins Gloria. Das heißt, wir haben da zwei Säle, im Gloria 1 und im Gloria 2. Auch sehr, sehr traditionelle Häuser in Stuttgart. Und mit teilweise wirklich auch der allermodernsten Technik ausgestattet. Das heißt, danke.
Ja, Erik? Hä? Ich habe nichts gesagt. Ich auch nicht. Ah, okay, Entschuldigung, dann ist bei mir gerade irgendwie was. Ist bei dir alles okay? Ja, ich höre Stimmen, Entschuldigung, ich höre, ich wirklich Stimmen. Jemine. Genau, und ja, das heißt, wir ziehen um ins Gloria und nicht nur das, die Sneak wird auch eine halbe Stunde nach vorne verlegt. Das heißt, nicht mehr 21 Uhr der Stadt, sondern 20.30 Uhr. Das begrüße ich sehr. Das kommt sehr, sehr vielen entgegen. Mir natürlich auch, weil wenn dann so ein 2,5-Stunden-Schinken kommt und es erst um 9 oder 9:15, wenn ich dann mal fertig bin mit Labern, losgeht, dann ist halt wirklich 12:30, bis man im Bett ist und dann morgens um 5 wieder raus, ist schon hart, wenn man mal in meinem Alter ist, ne? Ja, was soll ich denn da erst sagen hier? Ja, das, genau. Also deswegen... Ich muss doch dann meine ganzen Tabletten nehmen und da wäre ich dann immer schläfrig. Ja, deswegen heißt es auch... Der Vorteil wäre für mich sogar, voraussichtlich ab Dezember in der Innenstadt arbeite, ich könnte einfach in der Innenstadt bleiben. Ja, ich muss gar nicht zurückfahren und wieder reinfahren, sondern ich bleibe einfach dort und warte dann schon im Restaurant auf euch. Hm. Zum Beispiel, das ist gut. Ah, ich weiß nicht, direkt von der Arbeit. Ich habe dann immer gerne, wenn ich dann nochmal so gedanklich jetzt abschließen kann mit der Arbeit und dann irgendwie. Aber gut. Das mache ich dann, indem ich noch was shoppen gehe und noch einen Kaffee trinke und so. Ist das dann eigentlich immer im selben Gloria-Saal? Weiß man da schon was? Oder wechselt das manchmal das hin und her? Das wissen wir noch nicht. Also ich denke mal, dass das hin und her wechseln wird. Ah, okay. Das war ja im Metropol auch so, dass man mal ein Zweier ausweichen musste oder. Ah, nee, das meine ich ja. Wenn da irgendwas ist, dann wechselt man. Allerdings, aber ich meine sonst prinzipiell immer das Gleiche, oder? Ja, eigentlich klar. Ja. Ich gehe davon aus, aber ich möchte auch da nochmal sagen, es zeigt auch so ein bisschen den Stellenwert wirklich, die Sneak für die Innenstadtkinos hat, weil man hätte auch sagen können, okay, wir gehen damit ins EM, wo wir ja auch schon ausgewichen sind, wo halt auch ein bisschen kleiner ist nochmal andere Location, oder man sagt, ey, wir verkleinern das noch weiter und gehen damit ins Cinema hoch. Deswegen denke ich, ist schon ganz toll. Ich finde es super schön, dass man an dem Format weiter festhält. Wir zählen auch weiter. Und ja, es geht dann also ab Dezember auch hoffentlich mit der Sneak wieder los. Und was ich jetzt vorher noch sagen wollte, ist, unsere Gruppe auf Facebook heißt jetzt auch nicht mehr Metropol-Sneak-Gruppe Stuttgart, sondern heißt jetzt Gloria-Sneak-Gruppe Stuttgart. Mhm. Und das ist doch schön. Genau, wer da noch nicht Mitglied ist, unbedingt mal Gruppenmitglied werden und dann könnt ihr auch den Film tippen für die nächste Woche. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wie das dann weitergeht. Ich hoffe mal, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sobald wie es dann wieder losgeht, wenn ihr hier aus der Gegend seid, bucht euch sofort mal ein Ticket, damit die Innenstadtkinos sehen, okay, da ist wirklich Interesse da und damit es wieder richtig geil losgeht. Und ja, bin gespannt. So, ansonsten haben wir, glaube ich, erstmal keine Kino-Charts, Neustarts, gibt es ja alles gerade irgendwie nicht so richtig. Aber ich sehe hier, da hat irgendjemand einen Trailer rausgekramt gehabt hier. Neue Filmtrailer. Das ist ja ein neuer Dinge hier, oder? Nö, gab es schon immer eigentlich. Okay. Ja, wir haben bloß zu selten. Ich habe tatsächlich einen kleinen Trailer rausgekramt. Und zwar The Fresh Prince of Bel-Air Reunion. Eine Doku ist das, die nächste Woche starten wird. Ich habe jetzt leider vergessen, wo. Aber wenn man den Trailer anschaut, ach du meine Güte, ich hatte direkt so, wie so einen kleinen Kloß auch im Hals. Das ist total schön, weil Will Smith hat alle wieder zusammengerufen, die halt auch noch am Leben sind, muss man ja dazu sagen. Und man trifft sich da und spricht nochmal über die Serie, lässt so ein bisschen das Revue passieren, was vor 30 Jahren abging. Und ich als echter Fan von Prinz von Bel-Air freue mich darauf und hoffe auch, dass die Doku was kann und dass ich die relativ zeitnah sehen kann. Wie geht's da euch? Ja, bin ich jetzt nicht so wild drauf, aber aus Interesse würde ich das schon mal gucken. Dann. Ja, ich würde auch angucken. Ja, ich muss mal den Trailer sehen. Ich habe den Trailer noch nicht gesehen. Will Smith kennt man ja. Will Schmidt? Genau. Will Schmidt mag man oder mag man nicht? Da weiß man ja, was der gemacht hat oder was er macht. Ja. Und bei den anderen, ja. Naja, mal gucken. Dokumentationen sind auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Ich habe jetzt gerade diese Social-Media-Dokumentation auf Netflix geguckt gehabt. Die kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Also jeden, der sie noch nicht geguckt hat, das Dilemma mit den sozialen Medien heißt der.
wo halt wirklich Leute zu Wort kommen, die bei diesen Konzernen gearbeitet haben und diese ganzen Algorithmen und so weiter. Ich will nicht zu viel verraten, guck dich das mal an. Oh, und ansonsten machen wir weiter mit den Serien. Serien. Ist ja schon fast ein bisschen Tradition, dass man auch über die Mandalorian-Folge der vergangenen Woche kurz sprechen. Also die war ja mal wieder richtig gut. Also für, Achtung, jetzt kleine Spoilerwarnung hier. Achtung, Spoilerwarnung. So, also ihr müsst jetzt, falls ihr Mandalorian Staffel 2 Episode 3 noch schauen wollt, hier wirklich mal überspringen das Kapitel. Es gibt Kapitelmarken. Ja, also das war ja wohl richtig gut und er trifft da jetzt seine oder die anderen Mandalorianer und wir erfahren dann doch ein bisschen mehr über die ganze, was da jetzt abgegangen ist in der Zwischenzeit auf den Heimatplaneten. Und dass da offensichtlich jetzt mittlerweile auch verschiedene Deutungsweisen gibt von der mandalorianischen Religion und Logik und Weg und so, ne? Ja, also ich muss erst mal sagen, als ich ja auch gelesen habe, wer so auftreten wird, war ich schon so ein bisschen so, okay, spannend. Also wer in dieser Staffel alles mit auftreten wird. Aber das war natürlich jetzt, also Mercedes Vernado fand ich der absolute Knaller. Also manchen ist sie wahrscheinlich eher bekannt als Sasha Banks, als Wrestlerin der WWE. Aber fand ich mega, den kompletten Auftritt von vorne bis hinten einfach nur mega, mega gut als Cosca Reeves. Und die ganze Atmosphäre, dieses typische Star Wars, es ist so geil eingefangen, weil Star Wars ist ja diese Zukunftsvision, diese Sci-Fi-Vision. Nicht, dass es alles so schön und neu und aufgeräumt und glänzt, so wie es bei Star Trek in 90% der Fällen das ist, sondern die Sachen sind halt auch mal alt und rostig und kaputt und tun vielleicht nicht immer. Und das ist so ein bisschen, was ja den Star Wars-Charme ausmacht. Und das jetzt in dieser Hafenstadt da reinzuplatzen, ach du Scheiße. Und dieser typische Star Wars-Humor noch dazu und alles. Oh, ich habe das gefeiert. Ich habe diese 35, 36 Minuten, wo diese Folge geht, ey, also unfassbar starke Folge, meiner Meinung nach. Das ist Fanservice ohne Ende, treibt die Geschichte voran, gibt ganz arg viel Aufschlüsse und der Ankündigung mit Ahsoka Tano, ach du Scheiße, das wird noch was. Also das wird noch richtig was werden. Was mich sehr gewundert hat, dass die Folge hat Regie geführt Bryce Dallas Howard, das ist ja eine Schauspielerin, die man aus diversen Filmen kennt. In der ersten Staffel auch eine schon. Ja. Hat mich aber trotzdem gewundert, dass sie auch wieder eine Episode dreht hier von sowas. Ja. Gibt es auf Disney Plus übrigens eine sehr, sehr coole Doku, wo die ganzen Regisseure zusammenhocken mit Jon Favreau. Kann ich jedem nur empfehlen, da mal reinzugucken. Ach, ist sehr, sehr cool. Was immer vorgeschlagen wird danach? Hier ja. Dieses, ja. So, da hab ich nie drauf geklickt, weil das klang irgendwie seltsam. Nee, das ist sehr cool. Das okay, ist wirklich sehr, sehr cool. Ja, aber fand es auch extrem gut und das ist jetzt auch so ein bisschen so ein Game-Changer. Also jetzt nicht mehr nur so dieses, was ich in unserer WhatsApp geschrieben hatte, mit den ausgetretenen Faden, die da verlassen werden, ist jetzt nicht mehr nur der eine, der da seinen Weg folgt, sondern wir erfahren auf einmal, okay, da gibt es offensichtlich noch andere Deutungen der Religion und des Ganzen und da ist wohl einiges im Gange da auf dem Heimatplaneten. Und fand ich aber echt richtig gut. Hat bloß ein bisschen Angst, dass ich nenne es jetzt mal Baby Yoda, jetzt diese ganzen Dinger aufisst, wo sie den da dort lassen. Ja, aber auch das ist so dieser absolut typische Star Wars Charme. Ich habe genug Haustiere. einfach großartig. Nee, der hat ja immer diese Eier großartig da rausgefischt und gegessen und sowas, wo der dann dort gelassen wird, da hatte ich dann schon so ja, gedacht. Aber einfach schön. Ja. Fängt unfassbar gut Atmosphäre ein und macht einfach Spaß. Es ist wirklich, ich habe ja echt so ein bisschen, du hypst ja so, also man hypt gerne mal so Serien vor sich hin und dann wird man eventuell enttäuscht, aber was da Mandalorian jetzt gerade geschafft hat, unfassbar. Ich habe Bock, die ganzen Dinger nochmal anzuschauen. Aber was der mit dieser, dass der mit dieser Schrottmühle, also wenn es da einen TÜV gäbe oder so, dass die überhaupt noch flugfähig ist, da, herrlich. Ja, aber
Ich bin sehr gespannt auf die nächste Folge mit dem Jedi. Dann. Oh ja. Und was da noch so kommt, also extrem gut. Du kennst Ahsoka Tano nicht, oder? Der Name sagt mir irgendwas. Okay. Das ist der Padawan von Anakin Skywalker. So viel mal als Spoiler. Mhm. Okay. Ja, also das dazu, Disney Plus. Ich habe letztens einen Beitrag gelesen oder ein Zeitungsding, wo irgendjemand sagte, Disney Plus lohnt sich nicht wirklich. Habe ich bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch unterschrieben. Es lohnt sich eigentlich nur wegen Mandalorian, weil die anderen Sachen kennt man schon und die Star Wars Sachen habe ich hier auf Disc und so weiter. Dann schau mal in die Dokus rein. Ja, lass mich doch mal ausreden. Ich sehe das nämlich nicht so. Ja, gut so. Ja, ich sehe das nämlich nicht so, denn gerade diese ganzen neuen Produktionen, die zeigen, wo auch sehr viel drinsteckt und sehr viel Liebe und so, das funktioniert alles sehr gut. Eins davon ist auch die neue Muppets-Serie. Da habe ich mich eigentlich auch schon drauf gefreut gehabt und ich habe gestern, da kam ja nun wirklich gar nichts im Fernsehen. Normalerweise gucken wir irgendwie Samstagabend irgendwie mit den Kleinen irgendwelche Shows, irgendwie Rätselshows oder irgendwie, wer weiß denn sowas oder das mit der Maus hier und so. Das kam ja gestern alles nicht, wahrscheinlich weil da Länderspiel war. Und da haben wir dann wirklich. Was? Letztes Mal Länderspiel? Ja. Deutschland gegen Ukraine und Frankreich gegen Portugal. Das habe ich dann nachher noch geguckt. Frankreich gegen Portugal hat Frankreich 1-0 gewonnen. Yeah. Haben wir dann Muppets geguckt und es war einfach super. Also das ist komplett, ihr kennt ja bestimmt alle noch die Muppet-Show hier so. Dum, 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 und so weiter, ne? Habe ich sogar auf nicht? DVD 2 Staffeln. Ich auch. Muppet-Show, beste. Kennt man ja, das war ja damals so auch dieses typische Show-Konzept, was es im Fernsehen gab, ne? Also mit einer Show, so ähnlich wie Saturday Night Live, wurde ja nachempfunden. Die neue Muppets-Serie auf Disney Plus greift halt komplett, wirklich, hat einen kompletten Sprung gewagt in die aktuelle Zeit. Nämlich dort wird so eine Art YouTube-Channel bespielt, wo halt einzelne Sendungen sind, einzelne Clips, die dann so verwendet werden. Und da wird auch mit Zoom-Konferenz wird miteinander gesprochen. Dann gibt's Miss Piggy, die einen Beauty-Channel hat, die mit anderen telefoniert und sich Tipps holt von Schauspielerinnen. Dann gibt's eine Kochsendung, wo natürlich unser Smörrebröt hier und so weiter. Die findet aber wirklich noch im Studio statt. Und das war bis jetzt Element in jeder Show. Also die anderen Sachen haben sich immer mal so ein bisschen abgewechselt. In der einen ist Danny Trejo da, hier, den man kennt zum Beispiel aus El Mariachi oder so. Machete, genau. Der Koch, der macht dann Döner-Taco, meine ich. Und dann, was ich euch ja gestern empfohlen hatte, in der dritten Folge ist so ein offensichtlich ein koreanischer Star-Koch, der in den USA eine Kette aufgebaut hat so eine Art Franchise-Kette für koreanisches Essen. Der muss sehr bekannt sein in den USA. Und der hat was gekocht, das sah voll lecker aus. Also irgendwie so mit Kimchi und so. Das kann man auch einfach nachkochen. Ja, also. Und natürlich wieder ganz viele Sachen drin. Dann ist hier Beaker und der Mimimi und der Doktor, wie heißt der? Doktor. Der Dr. Dings, ja, aber ich weiß, hier, wie du meinst. Honigtau, irgendwas. Die machen quasi so ein bisschen auf. Da gab es doch diese zwei kaputten Typen, die auf dem Discovery Channel immer irgendwelche Sachen in die Luft gejagt haben oder Sachen nachgemacht haben. Ja. Wisst ihr, wen ich meine? Sowas machen die jetzt. Ja? Die sind immer draußen, verbrennen irgendwas und so. Also wirklich, das ist komplett in der heutigen Zeit angekommen, die Muppets-Serie. Dann machen sie auch irgendwelche Game-Shows und so. Aber alles. Ja, es zündet natürlich nicht alles wie früher, aber manche Sachen sind dann wieder so, dass man sich halb wegschmeißt. Also wir haben uns das teilweise so weggeschmissen vor Lachen dann. Und guckt da mal rein, wenn ihr Disney Plus habt, dann kostet es euch ja nichts extra. Die Star Wars Sachen und so, das kennt ihr eh alles schon, außer Mandalorian. Dann guckt da mal rein, Disney Plus, die neue Muppets-Serie. Ich habe gerade den Namen vergessen. Das ist auf jeden Fall die neue Muppets-Serie, das heißt irgendwas mit... Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe bis jetzt 3 Folgen geguckt und werde den Rest auch noch irgendwie mit meinem Kleinen weggucken. Also das ist für Groß und Klein ist das super. Das heißt übrigens, und jetzt die Muppets. Ah, vielen Dank. Genau, das werde ich gleich mal hier ergänzen. Und jetzt die Muppets. Muppets, so. Ach, der Fossi-Bär war in der letzten Folge wieder dabei. Herrlich. Oh mein Gott, okay. Das ist auch so geil. Und nun zur beliebtesten Rubrik. Rätselecke. Bitte.
Ich bin gespannt, ob ihr das rausfindet. Ah, klar, Harry Potter. Krieg mal das Nein. raus. Hermine. Hermine. Auch nicht. Ron. Quidditch. Darf ich jetzt mal anfangen? 9,5. Expelliarmus. Ja, okay, leg mal los. Ich mute euch jetzt gleich. So, also, zu den meisten Filmen gibt es ja, und das kann man sich heutzutage gar nicht mehr wegdenken, Fan-T-Shirts. So. Ja. Ich habe sogar mal welche Harry gewonnen. Harry Potter-T-Shirt. In der Sneak habe ich sogar mal welche gewonnen. Super. Kann man sich eigentlich nicht mehr wegdenken. Aber das gab es natürlich nicht immer. 1939 kam das erste Fan-T-Shirt auf den Markt. Oh. Aber von welchem Film? Leni Riefenstahl, Triumph Falsch. Des Willens. Da war ein Hakenkreuz in der Mitte. Nein. Nee. Nein. Okay, war es ein amerikanischer Film? Ja. Ach, natürlich. Marketing, okay. Das sind die. Ja, Marketing. Das sind die war's, wann 1939? Um Gottes ja. Willen. Oh, ich hab das eine Idee. Ist so ein bisschen. Ja, aber ist ja eher am Erik seine Zeit. Du bist dran. Genau. Ja, da bin ich. War ja quasi meine frühkindliche Vorprägung. Ja, als Erik da in Pubertät war gerade. Stell deine Frage, Mensch. Sonst vergesse ich, was ich sagen wollte. Hat es was mit einem Kriegsfilm zu tun? Nein. Hat es was mit einem Zeichentrickfilm zu tun? Hallo? Nein, ich glaube, das war kein Zeichentrickfilm. Aha. Okay. Okay. Es war ich gebe euch einen Tipp, es war ein Familienfilm. Und es gibt mittlerweile auch, glaube ich, das ein oder andere Remake davon. Warum gibt es so viele Tipps, bevor der Chris dran ist? Gib doch mal Tipps, bevor ich dran bin. Tja, das ist halt mein Bonus, den ich habe hier. Außerdem, weißt du, ich bin ja immer noch krank. Ist es irgendwas, okay, was gab es damals für Familienfilme? Dann war es garantiert, ich muss überlegen, was kam denn 1939 für Filme raus? Also ich habe Zeichentrick deswegen alt? Gefragt, weil Schneewittchen kam ungefähr um die Zeit raus von Disney, ne? Ja, aber es ist ja jetzt USA und das ist doch ganz arg viel anderes Sache. Das ist bestimmt wieder irgendwas, was in den USA bekannter ist wie bei uns. Ist es in den USA bekannter wie bei uns? Nee, nicht unbedingt. Nein, okay. Also ein Film, den man heute noch... Achso, du bist da dran. Ich habe ein Nein bekommen. Achso. Du bist dran. Also es ist ein Film, den man heute noch kennt. Also jetzt nicht irgendwas, was völlig untergeht. Ein Film, den man heute noch kennt. Ich würde ihn sogar als Klassiker bezeichnen. Huh. Oh. 39. Es war 39 so. Und du hast gestockt bei, ob das ein animierter Film ist oder nicht. Ja, aber es gibt mittlerweile auch, also es gibt Remakes, mindestens zwei, soweit ich weiß. Und bei dem einen oder anderen ist mit Sicherheit Animation dabei, aber in 39 noch nicht. War es ein Gruselfilm? Nein. Okay. Das hat er gerade gesagt, es war ein Familienfilm. Ach so. Ja. Ich war gerade irgendwie von Ahnung, wegen den Remakes und so. Aber Filme 1939. Also es war ein Familienfilm. Ich hab's. Ja, Chris, es war ein Familienfilm. Wenn du jetzt nicht löst, hab ich's. Ja, das ist super. Bisschen unter Druck setzen. Ja. Okay, Familienfilm. Kein Zeichentrick-Familienfilm. Das heißt, es wird wahrscheinlich eher sowas in Fantasy-Musik irgendwie ja, Richtung wahrscheinlich gehen. Ja, Fantasy. Oh, verdammt, er kommt der Sache näher. Und jetzt muss ich nur noch überlegen, was ist scheiße alt und kommt aus den USA? Ich habe doch keine Frage gestellt. Also, was ist scheiße alt und kommt aus den USA? Wie heißt das? Ich überlege noch. Moment, ich brauche noch ganz kurz. Ich muss noch kurz überlegen. Nur noch schnell googeln. Genau, kurz gegoogelt, da weiß ich alles. Da gibt's doch. Das spielt auch so wie so ein Robotermensch mit irgendwas. War das eine Frage? Scheiße, wie heißt das? Nein, ich überlege, wie das heißt.
Ich überlege, wie das heißt, wie das hieß. Ich glaube, das war. Hat er nicht so einen Trichter auf dem Kopf? Du bist auf dem richtigen Weg. Hat eine der Figuren einen Trichter auf dem Kopf? Ja. Ja. Scheiße, ich weiß nicht, wie es heißt. Oh komm, du weißt nicht, wie der Film heißt? Oh, nein. Es liegt mir auf der Zunge. Scheiße. Das ist ein Löwe oder so ein Löwenmensch, der müsste auch noch dabei sein. Und ein Mädchen und was weiß ich. Und Erik weiß es. Und das setzt mich jetzt überhaupt nicht unter Druck. Ich weiß es. Und wo spielt das Ganze? Erik, sag du es. Mir fällt es nicht ein. Der Zauberer von Oz. Der Zauberer von Oz, genau. Scheiße. Deswegen hast du überlegt, bei Animation oder nicht, das war mein Anhaltspunkt, dann, was du, weil du überlegt hast. Ja. The Wizard of Oz war der erste Film, der ein bedrucktes Fanshirt rausgebracht hat. Kann man das Kinder irgendwo sehen hier? Warte mal, jetzt kann ich ja googeln. Bestimmt, wenn du es googelst. Warte mal. Gut, da kommen bestimmt die ganzen neuen Sachen, oder? Da gab es noch eine neue Wizard of Oz Shirt. Mal gucken. Shirt 1939 vielleicht oder so. The Wizard of Oz Shirt für Kids 1939. Es gibt Bilder, definitiv. Gibt es verschiedene Motive auch. Ah gut, gibt es Neuauflagen davon. Ah okay, also haben sie quasi das Filmposter da drauf hier gemacht. Ja, cool. Ah, nicht schlecht. Ja, Mensch Chris, ey, du hast es ja quasi zu 90% gelöst gehabt. Ah. Das tut mir so ein Roboter, ja, den du meinst, das ist der Blechmann. Genau, der Tin Man. Ja, ja, der eiserne Holzfäller, der sein Herz, verloren hat, der sein Herz finden möchte. Und der Löwe, der den Mut haben möchte. Der tapfere Löwe. Ja. Und der Scheuch. Die Vogelscheuche. Mhm. Ja, aber ich war da dran. Der eigentlich? Der will ein Gehirn haben. Ach, ein Gehirn, genau. Ja. Gibt es auch eine sehr schöne Buchreihe von Alexander Volkov. Der hat die quasi nochmal ein bisschen kindgerechter und hat eine ganze Serie draus gemacht. Fängt an mit der Zauberer der Smaragdenstadt, heißt der. Das erste Buch. Hm. Ja. Sehr schön. Schönes sehr Rätsel, bekannt. Ey. Fand ich echt gut. Gutes Rätsel. Aha. Ja, schönes Ding. Wusste ich auch noch nicht. Ich verstehe aber noch nicht so ganz, was das mit Harry Potter zu tun hat. Aber ne, jetzt muss ich mal gucken. Das war das Harry Potter der 1939er Jahre. Dann waren Schneewittchen und die das war 37, ja, ich war nah dran. Schneewittchen, aber da hätte ich gedacht, weil das Disney war, habe ich gedacht, Safe Bet, das wird Schneewittchen gewesen sein. Dann haben die bestimmt irgendein T-Shirt gemacht für Kinder, weil Disney ist ja eh so mit Marketing und so. Das wäre 37 gewesen. Wenn ich rausfinde, dass es da Shirts gab, 37, dann. Na gut, sehr schönes Rätsel. Ich mache mal das Kreuzchen zu mir, da darf ich beim nächsten Mal wieder. Okay, und dann kommen wir mal zu unseren Musiktipps, damit ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was auf die Ohren habt bis nächste Woche, wenn ihr den Podcast fertig gehört habt. Music. Ja, für alle, die das jetzt hier vielleicht zum ersten Mal hören, es gibt bei Spotify eine Playlist, die heißt Kinocast Songs. Da packen wir jede Woche ein paar Songs drauf und ja, könnt ihr euch dann abonnieren, weil jeder von uns hat ja so ein bisschen andere Geschmäcker, was Musik angeht, und da habt ihr eine bunte Mischung. Kate, was hast du? Ich habe von Panic at the Disco Dying in L.A. Sagt mir gerade gar nichts. Kann ich da nochmal reinhören. Ein Christseins kenne ich. Schöner Song. Das ist ein schöner Song. Was meinst, kennst du? Das kenne ich, ja. Die neue Single der Foo Fighters. Foo Fighters, klar. Dave Grohl. Foo Fighters. Shame, shame. Seitdem geil. Damals der Schlagzeuger darüber gewechselt ist von Nirvana. Dave Grohl. Ja. Geil. Jo. Geil. Jo, und ich habe auch einen Song, den habe ich jetzt durch Zufall entdeckt. Der ist so ein bisschen, ja, was jetzt gerade so ein bisschen wieder modern ist, so Synthpop-mäßig von Kontrast, Ostseekind. Könnt ihr mal reinhören. Wird euch bestimmt allen nichts sagen. Mir hat er vorher auch nichts gesagt. ist aber ein schöner Song. Und ja, dann sind wir eigentlich soweit durch jetzt, oder? Habt ihr noch irgendwas? Nee. Ich hab nichts mehr. Okay. Frag ja nur. Dann bleibt alle gesund, liebe Hörer da draußen, liebe Hörerinnen. Und vielen Dank an alle, die uns auf Patreon unterstützen, wenn ihr das auch tun möchtet.
geht auf kinocast.net und klickt da oben diesen Danke für eure Unterstützung Button. Da findet ihr diverse Möglichkeiten, was ihr tun könnt. Zum Beispiel über Auphonic uns Guthaben schenken, wo wir die Klangpolierung machen. Oder eben, wie gesagt, Patreon, also patreon.com/kinocast. Gibt es diverse Stufen, ganz kleine auch. Und da könnt ihr uns hier unterstützen, damit die ganzen Serverkosten gedeckt sind und so weiter und so fort. Euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Dann sehr gerne. Schauen wir mal unsere Home Sneak und gucken mal, was uns da erwartet. Und oh ja. Ja, bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Bis bald im Kinocast.